Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Case Clicker. Ich habe ein riesiges Problem. Und ich meine, das nicht das Problem in meiner Hose, das ist auch riesig, aber what the fuck? Auf jeden Fall, ich kann nichts mehr vernünftig spielen. Seitdem ich mein 15 Millionen Inventory geholt habe in der letzten Folge. War es 15 Millionen? Ich habe jetzt schon über 1 Million verkauft und ich habe echt nur die billigsten über 50 Dollar verkauft. Wenn ich mal weiß, wo ist meine Million hin? Ich habe nur 10.000 oder so verkauft. Das sind 1 Million, die jetzt mir fehlen. Wo sind die hin? 1,4 Millionen fehlen mir. Wo sind die hin? Was soll das? Ich hatte genau 150 Millionen Tickets gehabt. Das sind mindestens 15 Millionen. Dann noch 500.000 von mir. Ich werde hier übelst verarscht. Guckt euch mein Geld an. Da ist keine Million. Ich habe die Million ist weg. Auf jeden Fall, das Problem ist, sobald ich auf Add Items drücke, egal wo, Online-Casino, Online-Jackpot, Casino, Tradings, egal wo, wenn ich da drauf drücke, muss ich immer 5 Minuten warten. 5 Minuten ist eine beschissene lange Zeit, wenn man eine Aufnahme macht und ständig warten muss, bis irgendwas passiert. Ich habe jetzt auf Add Item gedrückt, wir müssen jetzt warten, bis es passiert. Und das ist ein großes Problem für mich, das verzögert meine Aufnahmen extrem und ich hoffe mal, dass das irgendwie im Fix rauskommt. Ich habe den Entwickler schon angeschrieben. Zur Not muss ich irgendwie einen alten Spielstand laden vielleicht. Ich habe ein paar Backups gemacht, bevor ich die 150 Millionen ausgezahlt habe. Aber irgendwo ist es ja auch nicht der Sinn darin. Ich will ja meine 15 Millionen haben und ich will auch damit spielen. Hey! Es ist endlich fertig. Gott, das ist übelst ätzend geworden. Und das ist, wie gesagt, das ist kacke. Ich brauche ja schon mindestens eine halbe Stunde für eine Aufnahme. Und wenn das passiert, brauche ich jetzt eine Stunde für eine einzige Folge. Ich finde auch meine Sticker nicht mehr. Ich finde die ganzen Sticker nicht mehr. Klar, ich könnte jetzt meine ganzen Knives und so weiter reinschmeißen. Ist auch okay. Aber ich habe so viele von diesen Stickern, die will ich alle weghaben. Ich weiß nicht mal, was in den Jackpot reinkommt und ich habe jetzt schon 14.000 reingeschmissen. Von daher, come on game, gebt mir den geilen Stuff. Das Problem ist ja nicht nur, dass es lange dauert, um das aufzurufen. Sobald man einmal aufgerufen hat, ist es arschlangsam. Ihr seht es, es ruckelt. Das ganze Handy ruckelt und wenn ich gleich auf Rollen klicke, werdet ihr auch sehen, wie langsam das wirklich ist. Aber wir kriegen schon mal ein paar gute Sachen rein. Ich habe jetzt 900 Dollar gesehen, ich habe 700 Dollar gesehen, ich habe 1300 Dollar gesehen. Brauche ich alles nicht, ehrlich gesagt. Ich brauche davon nichts. Mit 15 Millionen Millionen Jackpot. Ach, mit 15 Millionen Inventory habe ich mehr als genug, um alles in diesem Spiel zu holen oder eigentlich alles, was ich brauche. So, und jetzt gehen wir auf Rollen und guck mal. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Klack, 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 klack. Das ist ein Slow-Mo. Ich brauche keine Slow-Motion mehr zu machen. Das ist schon Slow-Motion an sich. Und ich fliege. Oh, bye. Das ist so langsam. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ich spiele trotzdem jetzt mal ein paar Jackpot-Folgen, einfach weil ich jetzt auch eine Folge aufnehmen will. Aber ich muss mir dann irgendwas überlegen, was ich mit meinem Inventory mache. Entweder ich lade wirklich einen Spielstand neu, wo ich wieder meine 500.000 habe. Was kacke ist, weil ich will die Knives haben. Ich habe jetzt so viele Tickets gesammelt, ich will das Zeug haben. Und das ist ein phänomenal guter Jackpot. Phänomenal. Ein einziger Sticker. Den will ich unbedingt haben. Jetzt klicken wir auf Add Items. Jetzt warten wir mal ein paar Minuten, bis das... Das ist übelst nervig. Es fühlt sich an, als ob meine Lebenszeit rausgesaugt wird, während ich dieses Spiel jetzt spiele. Und das ist schlecht. In den paar Minuten, wo nichts passiert, hätte ich schon locker 4 Runden mehr Jackpot spielen können. Üblicherweise schaffe ich pro Folge 10 bis 20 Runden Jackpot. Jetzt schaffe ich 2. Immer Daumen. Vielleicht auch 5. Das dauert. Ohne Scheißdreck. Stellt euch vor, ihr seid im Unterricht. Und es sind nur noch 5 Minuten auf dem Tacho. Diese 5 Minuten dauern 10 Minuten. Ungefähr so. Und ihr könnt es kaum abwarten, bis es fertig ist und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, weil so wirklich lohnt, tut sich eigentlich auch nichts. Und man wartet eigentlich drauf, bis diese Kackuhr da endlich mal bewegt, weil die Kacken langsam ist. Wir haben 60% für einen perfekt geilen Reason-Sticker mit 600 Dollar wert. Das ist toll. Ich weiß nicht mal, ob das laggt, wenn ich auf Check drücke, weil das dauert auch länger als sonst. Guckt euch das an, wie lange das dauert. Ist das jetzt ein Win oder nicht? Oder ist das einfach nur langsam gewesen? Das ist total Bullshit alles geworden. Und ich hasse es. Ich hasse es. Einerseits fand ich es geil, 15 Millionen Inventory zu haben und jetzt finde ich scheiße, was dann, weil ich nichts machen kann. Und wir fliegen schon wieder vorbei. Selbst auf so ein Ding da drauf zu drücken, ihr seht es, ne, dein Skin, selbst das ist verzögert, das ist alles so langsam. Sorry, dass ich mich hier gerade nur rumheule, dass es langsam ist und das ist echt ein First World Problem hier. Ich habe hier den größten Inventory ever, den ich hier hatte und wahrscheinlich auch den größten überhaupt irgendwo auf YouTube. Größer als Luke Hansen kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich kann damit nichts machen, weil das Spiel so langsam ist. Und bei euch so? Wie ist das Wetter bei euch so? Ist das gut? Ist es bunt? Ist es sonnig? Aktuell ist es sonnig, wenn ich das hier aufnehme. Wie läuft's in der Schule? Alles gut? Ja? Ja? Gute Noten geschrieben? Kriegt ihr bald Zeugnisse? Ja. Habt ihr gut gemacht. Ey, du bist der Beste. Du schaffst die Schule. Und du und du und du. Glaubt an euch, ihr werdet es schaffen. Während der Jackpot hier ladet, werdet ihr auf jeden Fall mehr schaffen als ich. 50% Chance. Easy. Warum verliere ich eigentlich jetzt so viel? Das ist gerade mal die dritte Runde, ne? In dieser Zwischenzeit hätte ich schon 10 von den Dingern fertig gemacht. Alter, ist das langsam. Auf jeden Fall, warum gewinne ich nichts? Bisher war 50, 60% meine Lieblingszahl und jetzt gewinne ich nichts mehr.
Oh, das Rad, oh, das ist Slow Motion, oh, das wird jetzt kein Win. Gott, und es ist der Anzugträger. Komm, eine Runde schaffen wir noch, ne? Mann. Ich hasse es. Was habt ihr für Ideen? Was kann man machen? Ich glaube nichts eigentlich. Im Prinzip könnte ich einen Spielstand neu laden, wo ich das noch nicht alles habe. Oder ich warte drauf, bis der Entwickler was fixt. Und bis dahin, weiß ich nicht, müsste ich weniger Folgen mal rausbringen oder weniger Inhalt. Also pro Folge würde nicht so viel passieren wie sonst. Ey, immerhin ist die Eyebauer der beste Sticker hier, ne? Den brauche ich unbedingt. Ich habe noch nicht so viel von. Es wird irgendwie alles nutzlos geworden. Seitdem man so viel Inventory hat, was brauche ich noch? Ich brauche nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich könnte weiter Casino zocken. 15 Millionen Peanuts. Lass mal 30 Millionen holen. Das wird eine super Zahl. Komm, lass mal ein paar Tiger-Toofs reinpacken. Ich weiß eh nicht, was ich hier alles habe. Es ist so komisch geworden. Lange Zeit war Case Clicker sanft und ruhig. Und dann kam der Casino dazu und hat alle Nationen angegriffen. Nur der Entwickler kann jetzt die Nation von Case Clicker retten, indem er einen Patch rausbringt, wo man nicht 50.000 Items auf einen Schlag laden muss. Und es rollt wieder mit Mods Tempo. Ich habe dreimal verloren und dann war das mit 50%. Jetzt habe ich wieder die super 40%. Damit gewinnt man eh nie. Wenn er so langsam läuft, dann weiß man schon, man hat versagt, obwohl man es... Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, Leute, das ist das aktuelle Problem bei mir und ich weiß nicht, wie ich damit handhaben soll. Wenn jetzt auf die Schnelle kein Patch rauskommt, werde ich wohl meinen Spielstand laden müssen und dass die eine Stunde Tickets auszahlen waren umsonst, was auch prickelnd ist. Ist egal, wie ich es drehe und wende, es ist immer scheiße. Aber das waren mal wieder ein paar Jackpot-Folgen mit super Inhalt. Das ist so sinnlos geworden. Ich habe nichts erreicht. Wie können andere YouTuber Videos rausbringen, wo die nichts erreichen? Ich fühle mich dabei irgendwie sinnlos. Vier Runden. Ich habe gerade so gezeigt, ne? Vier. Ja, vier Runden habe ich gespielt. Nichts gewonnen. Und in der gleichen Zeit hätte ich über 10 gemacht. Hinterlasst einen Daumen hoch und ich überlege mir irgendwas. Überlegt euch auch mal vielleicht was. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Gebt Daumen hoch. Und gebt mir Flosse und schaut auf Alten vorbei und Flosse. Und ich bin voll verwirrt. Es ist schweineheiß heute. Gebt mir Flosse. Flop.